Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und wir sprechen heute über das Portfolio Delta. Das Portfolio Delta, das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Es gab kürzlich eine Diskussion in unserer Facebook-Gruppe und ich will euch heute einfach mal ein paar Gedanken von mir zu diesem Thema sagen. Und dann bleibt einfach dran. Wir legen los. Also, was ist das Portfolio Delta? Für alle, die gerade neu sind hier auf dem Kanal oder die sich gerade mit dem Thema Optionen neu beschäftigen, ganz kurz erstmal erklärt, was ist das Delta? Gibt es auch viele Videos hier auf dem Kanal, ne? Einfach mal in die Suche eingeben, Delta, und da werdet ihr sicherlich einige Videos dazu finden. Aber nochmal kurz zur Wiederholung, also das Delta ist einer der sogenannten Griechen. Die sind dafür notwendig, um den Optionspreis zu berechnen. Und das Delta sagt sinngemäß aus, wie verändert sich der Preis einer Option, wenn sich der Preis des Underlyings verändert. Das ist also ein Punkt, den man heranziehen kann. Der andere, der auch sehr, sehr gern genommen wird, der ist jetzt akademisch nicht zu 100% korrekt, aber er ist für die meisten Optionshändler, auch die, die ich kenne, eigentlich eine sinnvolle Erklärung, nämlich das Delta sagt etwas über die Wahrscheinlichkeit auf. Das heißt also, wenn du heute eine Option hast und die hat ein Delta von, sagen wir mal, 20, dann bedeutet das, die Wahrscheinlichkeit, dass bis zum Ende der Laufzeit der Option der Preis des Underlyings an diesen Strike läuft, liegt bei nur 20%. Ist immer eine Momentaufnahme, ne, kann sich jederzeit ändern, aber das ist eine relativ gute Herangehensweise an das Thema Delta. Und wir erklären es in unseren Seminaren immer so, dass wir sagen, okay, das Delta hat etwas, das ist quasi die Geschwindigkeit, mit der sich eine Option bewegt. So, was ist jetzt das Portfolio Delta? Und stell dir jetzt einfach mal vor, du hättest ein Depot, okay? Und dieses Depot hat nur eine einzige Option. Also das bedeutet, du hast hier dein Depot und jetzt hast du hier die Option A und die hätte jetzt ein Delta, das Zeichen für Delta ist hier dieses Dreieck, und vielleicht von minus 20. Okay? Für alle, die ganz genau sein wollen, natürlich weiß ich, dass es kein Delta 20 gibt, sondern nur minus 0,20, aber kommt Delta 20, da weiß jeder, was gemeint ist. So, und wenn du jetzt sagen würdest, okay, wie ist denn das Delta meines Portfolios, du müsstest sagen, ja, das ist minus 0,20, das heißt, wenn jetzt beispielsweise das entsprechende Underlying, auf dem du hier diese Option hast, sich bewegt, dann wird sich diese Option eben um den entsprechenden Faktor bewegen. Und das ist dann das, wie sich auch dein ganzes Portfolio bewegt. So. Was natürlich viele meinen mit Portfolio Delta ist, wenn man mehrere Optionen hat. Ne? Also du hast jetzt hier nicht nur die A, sondern du hast auch noch die B und die C und die D. Und das eine hat eben jetzt, was weiß ich, ein Delta von minus 10 und das andere hat ein Delta von plus 5 und das letzte hat ein Delta von, sagen wir mal, plus 7. Okay? So, dann kannst du natürlich diese Deltas zusammenrechnen und kannst jetzt sagen, okay, also wir haben hier minus 30 und dann haben wir hier nochmal plus 12. Das heißt also, wir haben minus 18. Insgesamt haben wir also hier im Depot ein Delta von minus 18. So, und so wird das auch sehr, sehr häufig erklärt und da gibt es viele Erklärungen dazu. Aber, und jetzt geht schon mal das große Aber los, das ist aus meiner Sicht heraus relativ irreführend, dieses Portfolio Delta, wenn man das so macht, weil das Portfolio Delta bezieht sich ja in der Regel auf eine bestimmte Bezugsgröße. Ne? Also du kannst ja auch beispielsweise in der TWS ein Portfolio Delta anzeigen lassen und dann musst du dort aber ein Underlying angeben, musst sagen, okay, dieses Underlying ist beispielsweise der S&P 500. Und dann würde man sagen, okay, wenn das jetzt mein Portfolio Delta ist, dann weiß ich eben, wenn eben der wenn der S&P fällt um 1%, dann verändert sich meine Option eben um 18%. So. Also in der Gesamtheit. Aber, und das setzt jetzt, das ist mein großes Aber an dieser Stelle, ich finde, das ist eine sehr, sehr oberflächliche Betrachtung, weil wir gehen ja jetzt davon aus, dass all diese verschiedenen Optionen, die wir hier haben, sich natürlich auch beispielsweise auf das Underlying, den S&P 500, beziehen. Jetzt stell dir auch mal Folgendes vor. Du hättest jetzt hier eine Option, das wäre hier der S&P 500. Dann hast du hier von mir aus eine Option, das wären 30-jährige Staatsanleihen und dann hast du hier eine auf Weizen und dann hast du hier unten vielleicht noch eine auf den, keine Ahnung, was weiß ich, auf den Euro, okay?
So, dann rechnest du zwar hier die ganzen Deltas zusammen und hast ein Portfolio-Delta, aber das heißt doch jetzt noch lange nicht, dass die sich dann tatsächlich so auch verhalten, weil wenn, nehmen wir mal das oberste Beispiel, wenn der S&P fällt, kann es ja durchaus sein, dass die Bonds steigen und wenn jetzt beides mal hier ein Minus, also hättest du beides mal eine Putz, könnte es also durchaus sein, dass hier mit der Option verlierst du und mit der gewinnst du. In der Zusammenrechnung sieht es aber so aus, als hättest du beide Male verloren. Ne? So. Und deswegen ist es ziemlich schwierig, ein wirkliches Portfolio-Delta herzunehmen. Das ganze Portfolio-Delta kommt aus dem Market-Making und bloß jetzt muss man verstehen, dass Market-Maker solche Konten nicht führen. Ne? Das heißt also, es gibt, meines Wissens zumindest jetzt, wird kein Portfolio so gehalten, dass man sagt, okay, der Market-Maker hat Optionen auf den S&P 500 drin und auf den Euro und auf Weizen, auf die Bonds, sondern der hat eben zum Beispiel ein Portfolio, wo er Aktienoptionen hat. Okay, und Aktienoptionen haben eine starke Korrelation zum S&P 500, das heißt, der guckt sich dann nur das hier an. Oder aber eben er sagt, er hat ein Portfolio, wo nur Cranes drin sind oder hat ein Portfolio nur mit Währungen oder nur eins mit dem mit verschiedenen Renten, also Bonds. Ne? Und dann macht das schon wieder Sinn. Aber du als Privatanleger hast ja in der Regel verschieden korrelierte Dinge da drin. Klar, wenn du jetzt auch nur Aktienoptionen hältst, ne, dann macht das schon wieder Sinn. Wenn du aber jetzt verschiedene Dinge in deinem Portfolio hältst, und ich halt zum Beispiel in meinen Portfolios oftmals solche unterschiedlichen Dinge, schon ja aus Gründen der Korrelation. Und da macht das überhaupt keinen Sinn. Und dann gibt es noch einen Punkt, wo es auch schwierig ist, nämlich es heißt ja noch lange nicht, dass, mal angenommen, lass mal die untersten zwei jetzt hier weg und wir haben nur die obersten beiden, mal angenommen, du hast jetzt hier den S&P und du hast Bonds im Depot, okay? Und jetzt glauben wir, weil wir es oftmals so in der Vergangenheit gesehen haben, wenn beispielsweise der S&P fällt, dass dann hier die Bonds ansteigen. Wir haben aber auch schon alles, wir haben auch schon andere Situationen gesehen. Das heißt, wir haben schon gesehen, dass die Bonds steigen, hier die Bonds steigen und der S&P steigt auch. Oder der S&P fällt und die Bonds fallen auch. Das heißt, wir können gar nicht wissen, wie die im Falle eines Falles korrelieren miteinander, weil wenn wir Korrelationen uns anschauen, sind es immer nur Rückblicke. Und deswegen ist aus meiner Sicht heraus das zwar eine schöne Komponente, die wir jetzt auch in der TWS haben, aber so richtig praxisrelevant ist es aus meiner Sicht nicht. Und deswegen macht dir es auch hier nicht zu kompliziert. Ne? Es ist aus meiner Sicht viel Spielerei, sondern guck dir einfach an, was habe ich denn da im Depot? Und wenn du eben jetzt sagst, okay, ich habe ein Depot, was voll mit Aktienoptionen ist, mit Shortputs beispielsweise, ne? Und das ist erstmal nichts Schlimmes, dann musst du dir aber natürlich auch bewusst machen, okay, wenn jetzt der Aktienmarkt runtergeht, dann würde es meinem Depot eben einen gewissen Schaden zufügen. Das heißt also, ich muss mir was einfallen lassen. Wenn du jetzt dagegen sagst, okay, ich habe jetzt völlig unterschiedliche Dinge im Depot, dann musst du dir mal anschauen, wie haben die sich denn in der Vergangenheit entwickelt. Und da kann es eben sein, dass die miteinander korrelieren, es kann aber auch sein, die korrelieren nicht miteinander. Also korreliert der S&P mit Weizen meistens nicht. Aber wie wir jetzt zum Beispiel in dieser Auseinandersetzung zwischen Amerika und China gesehen haben, wenn eben die Chinesen sagen, okay, wir kaufen keine Cranes mehr, weil wir auch den Handelskrieg jetzt auch ein bisschen mit verschärfen, dann gehen eben die Cranes nach unten und der S&P auch. Ne? Aber das sind so Dinge, die kannst du nicht wissen. Deswegen bitte, gesunder Menschenverstand, okay? Einfach gesunder Menschenverstand. Ich bin stark in einem Sektor oder in einem Bereich engagiert. Ich habe nur Optionen auf den S&P beispielsweise oder nur auf Aktien oder auch nur auf Getreide, nur auf Metalle. Naja, dann muss einfach das Thema Hedging und Risikovorsorge bei dir ganz, ganz, ganz oben stehen. Und wenn du sagst, okay, ich bin durchgemischt, ich habe ganz, ganz verschiedene Bereiche, dann ist Hedging und Risikovorsorge immer noch wichtig, aber hat eben eine andere Bedeutung, als wenn du so ein stark konzentriertes Portfolio hast. So, das waren meine Ideen und Anregungen zum Thema Portfolio Delta. Ich habe übrigens extra nochmal als diese Diskussion hier bei Facebook in unserer Gruppe die Optionshändler, wenn du noch nicht dabei bist, ne, die Optionshändler, ich glaube weit über 4000 Mitglieder mittlerweile, tolle Diskussion immer drin. Und ich habe extra, als diese Diskussion aufkam, mal beim dicken Hall nachgeschaut. Ne? Also der ist nicht dick, sondern das Buch ist dick. Ob da überhaupt was zum Thema drin steht, und da steht nicht mal was zum Thema drin. Ne? Also deswegen, es ist eine so ein bisschen an den Horn herbeigezogene Betrachtung, die für Market Maker wahnsinnig wichtig ist. Für uns jetzt als private Anleger wird das relativ unrelevant sein.
Okay, wenn du mehr wissen willst zum Thema Optionshandel, dann findest du hier unter den Videos einige Links, wo du dich informieren kannst. Es gibt diesen wunderbaren Online-Kurs Optionshandel für kleine Konten als Einsteiger, absolut perfekt. Ne? Also das ist wirklich etwas, was du dir unbedingt anschauen solltest. Oder du sagst, hey, ich will erstmal wissen, wo kann ich so richtig hin? Dann trag dich ein für ein kostenloses Erstberatungsgespräch. Wir analysieren gemeinsam, wo du stehst, was du erreichen kannst. Und dann zeigen wir dir in, wie gesagt, einem kostenlosen Erstberatungsgespräch, was du alles erreichen könntest. In diesem Sinne, danke heute fürs Zuschauen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Jetzt hat es kurz gewackelt, macht nichts. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye.